Ah. Zutritt verboten. The water was under high voltage. Okay. I had to turn off. Vorsicht, Lebensgefahr. Das heißt, ich muss tatsächlich hier durch. Gucken wir mal. Zufällig geht er genau dann weg, wenn ich komme. Na toll. Kommst du auch nachher mit zu Franz? Werden ein paar neue aufgegabelt, heiße Stuben. Richtige Zuckerschnecken. Na, dem seine Schnecken kenne ich. Und der Franz legt dem Kommandanten die Stiefel dafür. Nicht nur die Stiefel. Wer hat das größte Arschloch im Reich? Mhm. Die haben mich nicht gesehen. Hat mich keiner gesehen. Mist. Hat mich doch jemand gesehen. Ich muss hier mal kurz runter. Ups. Alter, der steckt aber ordentlich was weg. Ein glänzender Schlüssel. Das ist ja lustig. Oh oh. Hey, ich hab den doch gerade geheadshottet. Na, dit geht ja gut los. Für diese Aufnahmesession hier jetzt. Ja, ja, ist ja gut. So. Also nochmal von vorn. Tür auf. Tür auf. Lalala. Hier brauchen wir nicht schleichen. Hier sollten wir die Kiste davor schieben. Dem fällt ja auch nicht auf, dass das Schlüsselloch plötzlich so ein bisschen blinkt und flackert. Nein, nein. Zack. So, dreh dich um und lass dich von mir von hinten ermorden. Was war das denn gerade? Das war ja jetzt aber nicht wirklich, also... Hinten ist was. Wer hat das größte Arschloch im Reich? Dreimal darfst du raten. Hast du eigentlich schon die neuen Mädels gesehen? Da ist keine so hübsch wie meine Traude. Und die Traude ist nicht so eine. Mhm. Das ist ein anständiges Mädchen. Genau, die lässt nicht jeden ran. Bis zur Hochzeit. Was? Meinst du etwa damit? Was? Vielleicht hat sie ja drei Nippel. Sag das nicht nochmal. Nee, ist doch nur Spaß. Pass auf, kennst du den? Sagt der Führer, bis Weihnachten muss der Sieg unser sein. Da sagt Rommel, Irrtum. Bis morgen muss der Sieg unser sein. Sonst ist nämlich keiner mehr übrig, ihn zu feiern. Wo hast du den denn hier? Sehr gut. Aha. Den muss ich mir merken. Ich sag mal, stimmt das eigentlich, dass die Amis auch beim Vögeln Kaugummi kauen? Frag doch mal deine Traudel. Du Schwein. Du willst vom Papst Maul. Das nächste Mal kriegst du direkt eins in die Fresse. Ich hab dich gewarnt. Ihr kloppt euch nicht. Das ist nicht vorgesehen im Skript. Genau, du gehst schön da längs. Geht er dann wieder zurück oder geht er hier längs? Er geht zurück. So könnte ich den da umbringen. Zack. So. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, Junge. Schaffe ich es noch rechtzeitig? Ja, rechtzeitig. Zum Glück hat er seine Klappe nicht so weit aufgemacht. Ja, jetzt kann deine Olle sich alleine vögeln. Beziehungsweise
Die hat ihn ja nicht mal rangelassen. Er hat quasi die Büchse der Pandora. Nein, Quatsch. Die Büchse der Pandora ist was anderes. Das ist nicht die Büchse von ihr. Aber ich dachte, hier kann man was mitnehmen. Hat er nicht irgendwo was? Ah, da hinten hat es geglänzt. Glänzen. Medikit. Morphium haben wir leider alle schon. Nee, ich wollte sagen, er kauft quasi Katze im Sack bei ihr. Dabei geht es tatsächlich um ihre Muschi. Oh. Die Tür ist abgeschlossen. Das kann ja wohl nicht angehen. Da wollte ich den jetzt gerade schon so schön, wenn er gerade mit dem Rücken zu mir steht, einmal Gurgel aufschlitzen. Nein, da ist die Tür abgeschlossen. Das kann ja wohl nicht angehen. Mein Junge. Aber eine ungünstige Kameraperspektive hier. Okay. Da hinten ist einer. Der dreht sich um. Ah, nee, er geht doch in unsere Richtung. Mal gucken. Kommt er hierher? Nö, irgendwie nicht. Gut. So, hier ist nur einer, oder? Da hinten glitzert was. Ah, nicht schon wieder diese Melodie. Als wenn quasi alle nur noch eine Melodie kennen. Ah, da oben ist noch einer. Steht da aber auch demonstrativ im Licht. Da muss ich rumschleichen. Den kriege ich da nicht. Und ich glaube, der hat den Schlüssel dabei. Aber ich glaube, da oben würde ich sowieso hingehen, wenn ich den Schlüssel hätte. Von daher macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also muss ich ihn da an der Maschine überwältigen von hinten. Mann, 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 das ist total überwältigend. Ach nö. Willst du mich verarschen? Dann guckt der von da oben auch noch runter. Als wenn die sich abgesprochen hätten. Na toll. Ich sitze hier quasi auf heißen Kohlen und der da oben spannt immer nach unten, wenn der hier unten einmal seine Runde dreht. Das heißt, den müsste ich da überwältigen, aber das schaffe ich nicht. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Gut. Toll. Der da oben guckt immer nach unten, wenn der unten hier ist. Ich kann ja wohl nicht angehen. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich echt mal gucken, ob ich hier rumschleichen kann. Oh, da glänzt was. Morphium. So. Ist total spannend hier, ja? Total. Total. Das ist so entspannend. Mir entfleucht gleich ein Feuchter. Ihr natürlich. Nicht mir. Ihr. Ich muss nicht. Ich war schon. Ist nämlich ganz praktisch, wenn man, bevor man aufnimmt, nochmal kurz das Örtchen aufsucht, weil dann muss man nicht pinkeln während der Aufnahme. Das ist sehr, sehr praktisch. Die Frage ist, kann ich ihn hier überwältigen? Ich weiß es nicht. Weil der da oben... Na toll. Ah, gut. Der da oben steht mit dem Rücken.
Und weh, ich habe jetzt die Zeit verschwendet, hier zu warten. Und der hier lässt sich nicht überwältigen. Gut, es hat ja mal geklappt. Und der hier hat den Schlüssel dabei. Ja, glänzender Schlüssel. Das heißt, ich warte jetzt, bis der wieder seine Runde dreht und wieder zurückgeht. Und dann gehe ich zur Tür zurück. Weil ich ja nicht darauf komme, ohne dass der mich sieht. So. Und ich hoffe, dass das der Schlüssel zu der Tür ist. Wehe, der passt da nicht. Dann flippe ich aus und schlage wild um mich. Ah, immerhin kommt sie die kleine Treppe da hoch. Nicht wie eben bei diesem komischen Schutthaufen, wo sie plötzlich... Ich kann da nicht durch. Nein, nein. Ach ja, die habe ich ja umgelegt. So, dann wollen wir mal von hinten. Schön von hinten, Minion. Mhm. So, du kommst auf mich zu. Dreh dich um. Zack. So, das ist doch schon mal gut. Was liegt da? Ein Sammlerstück. Zack. So. Der Strom sollte jetzt auch sein. Na, dann können wir hier mal rumlaufen und gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Scheinbar nicht. Na gut. Dann kann ich jetzt wieder zurück. Ach, hier ist ja keiner. So. Achso, das ist. Der ist schon tot. Ich dachte, warum liegt hier. Warum ist da so ein Schatten? Plitsch, platsch, plitsch, plitsche, platsche, plitsche. Ah, wir können nur betreten. Mann, da bin ich total betreten. Spielstand wird gespeichert. Nö, ich gehe nochmal einen höher. Das ist ja immer so, wenn das Spiel mir anbietet, dass ich da unten durchkomme, dann komme ich sonst nirgendwo durch. Dass ich kann auch einen weiter nach oben gehen, ist ein Trugschluss. Das Spiel verarscht mich. Okay, da ist so ein Taschenlampentyp. Genau, ich benutze sicherlich Geheimwege. Mhm, am Arsch Geheimwege. Geh da mal wieder raus, Junge. So ist gut. Okay. Was redet der da von Arsch? In den Arsch poppen? Warum ist hier im Hintergrund so ein Gasmaskenatemgeräusch zu hören? Wo bin ich denn hier? Mit wem redest du da? Mit meinem Arsch? Nein, ich rede mit deiner Frau. Also, das ist das Gleiche. Den nehmen wir kurz mit. Ihn hier in die Ecke. Weil, wie man sieht, da hinten ist schon wieder ein Taschenlampen-Heini. Der hat jetzt quasi die Unterhaltung mit seinem Arsch fertiggestellt und läuft hier jetzt rum und spannt uns hinterher. Ah, so langsam merke ich es schon, dass ich seit 3 Stunden aufnehme. Das merkt man so im Rücken. Ich hab Rücken. So, okay. Geht der hier eigentlich... Was hat der da eigentlich für eine Laterne an der Brust festgetackert? Quasi größere Taschenlampen gab's nicht, oder was? Ich meine, das waren doch damals auch schon Glühbirnen und eine Batterie dran.